Ich hatte damals durch diese Beratertätigkeit mehr als 200 Hotelübernachtungen im Jahr mit einem digitalisierten Workflow irgendwann. War das so das erste Mal, dass wir wirklich skaliert haben? Knowledge Manager heißt es heutzutage, Wissenschaft. Wir arbeiten wissenschaftlich und perfektionieren die Schriftsätze. Und der Schriftsatz ist top. Der ist immer Vier-Augen-Prinzip und von Top-Anwälten werden die Textbausteine erstellt, aus denen sich dann die Schriftsätze ergeben. Vollblutunternehmer, Buchautor, fünffacher Familienvater und einer der bekanntesten Rechtsanwälte unseres Landes. Ich spreche heute mit Markus Mingers. Als Experte für Legal Tech, eigener Prozessfinanzierungsgesellschaft und kumuliert über 250.000 Followern auf den Social Medias, freue ich mich besonders auf den heutigen Gast, weil er das beste Beispiel dafür ist, was man aus einem Jurastudium alles machen kann. Hallo Herr Mingers, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüße Sie, ich freue mich sehr. Was man aus einem Jurastudium alles machen kann, ist, denke ich, ein gutes Stichwort zu starten. Wie viel arbeiten Sie heute tatsächlich noch juristisch, beziehungsweise in Ihrem eigentlich mal erlernten Beruf? Also als Anwalt arbeite ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich war das letzte Mal selber vor 6 oder 7 Jahren vor Gericht. Ich bin Unternehmer mit dem Produkt Rechtsdienstleistung. Von daher ist die Nähe da, aber als Anwalt arbeite ich schon lange nicht mehr. Okay. Ich habe in einem anderen Interview mit Dirk Kräuter gehört, dass Sie in relativ jungen Jahren, in relativ jungem Alter ein gesundheitliches Problem hatten oder vor einem gesundheitlichen Problem standen. Möchten Sie da mal kurz drauf eingehen, wie kam es denn überhaupt dazu? Also ich habe einen genetischen Herzfehler und war schon mit Mitte 20 Unternehmer, aber da eher so Modell HB-Männchen und lag dann mit, ich glaube, 27, 28 mit Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik. Wurde dann über Beta-Blocker therapiert, die eine katastrophale Auswirkungen hatten, ständige Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und so weiter. Bin dann per Zufall an einen Mediziner geraten, der vor jetzt über 20 Jahren mich zum Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat. Und das war für mich so ein Gamechanger, umzudenken, neu zu denken. Und daher ist so diese Geschichte für mich ein wichtiger Wendepunkt. Was ist ab dem Zeitpunkt dann passiert? Das ist jetzt ja theoretisch genau das Alter, in dem ich bin 27. Was ist ab diesem Zeitpunkt passiert? Was hat sich da verändert? Da muss sich ja dann, so wie Sie es zumindest beschrieben haben, extrem viel verändert haben. Also das erste Buch, was ich dann in dem Rahmen gelesen habe, war das Power-Prinzip von Anthony Robbins und ich konnte nahezu 4 Tage nicht schlafen danach, weil ich so angepitcht war davon und habe dann sehr schnell eine Ausbildung gemacht zum Trainer im neurolinguistischen Programmieren. Also habe mich dann immer sehr mit den einzelnen Materien beschäftigt, sodass so diese Persönlichkeitsentwicklung und das damit einhergehend, da dann Kommunikation, Verkauf, unternehmerisches Denken, großes Denken, das ist ja dann ein Dominostein, der irgendwann den anderen umstößt. Und so bin ich bis heute da dran geblieben. Ich habe bis heute immer einen Coach, mit dem ich mich austausche, immer auf den verschiedensten Ebenen. Und das hilft mir sehr in meiner persönlichen Entwicklung, aber eben auch in der unternehmerischen Entwicklung. In unternehmerische Entwicklung hat sich ja dann bei Ihnen irgendwann in dem Kauf einer Kanzlei niedergeschlagen. Sie haben vor einigen Jahren eine Kanzlei gekauft. Wenn ich jetzt in der aktuellen Situation den Markt der Kanzleien anschaue, würde ich heute keine Kanzlei kaufen, zumindest die meisten nicht. Wie kam das damals zustande und wie ist Ihre Empfehlung, wenn heute Juristen sagen, ich kaufe eine Kanzlei? Also ich war damals in Bonn selbstständig und komme aus Jülich, aus der Nähe von Jülich gebürtig. Und meine damalige Frau wollte in meine Heimat zurückgehen, weil sie da viele Sozialkontakte hatte. Aber in der Nähe von Bonn hatte sie wenig Sozialkontakte.
Und ich hatte damals eine Kanzlei, wo ich zwei Großmandanten hatte, wo ich große Beraterverträge hatte, wo ich auch gutes Geld verdient habe. Aber das war dann so Wirtschaftskrise, so 2008. Und dann hieß es dann, dass quartalsweise budgetiert wird. Und ne, also das war eine große Unsicherheit da. Und mit dem privaten Belangen haben wir eben überlegt, in meine Heimat zu gehen. Und zufälligerweise war da so die Kanzlei vor Ort zum Kauf im Angebot, weil zufälligerweise mein Steuerberater betreute auch den Kollegen, sodass ich da relativ schnell auch Zugriff zu den Zahlen hatte. Und um dann da so einen Eintritt zu haben, habe ich damals die Kanzlei gekauft. Okay. Das hört sich jetzt so an, als wären Sie zur damaligen Zeit, bevor diese Wirtschaftskrise kam oder als sie gerade anfing, in der, ich sage es jetzt mal, in einer abhängigen Situation mit relativ wenigen Auftraggebern gewesen. Das ist ja jetzt heute komplett anders. Sie machen Verbrauchergeschäft und da sind ja immer extrem viele Auftraggeber für die oder mit denen man zusammenarbeitet. Was ist der Unterschied? War diese Krise damals dann der Ausschlag, dass Sie gesagt haben, okay, das mache ich jetzt anders? Ich hatte damals durch diese Beratertätigkeit mehr als 200 Hotelübernachtungen im Jahr und kleine Kinder, die ich dann kaum gesehen habe und deswegen ein anderes Lebensmodell. Ich werde Landanwalt und halte vielleicht die Beratungsmandate noch nebenbei, solange es geht. Ging ja noch ein paar Jahre ganz gut, aber ich mache den Landanwalt und ein ganz anderes Arbeiten. Das stellte ich mir damals ganz romantisch vor. Allerdings hielt der Kanzleikauf nicht das, was er versprochen hat. Also da ist vieles von dem Kollegen, der mir die Kanzlei überlassen hat, schiefgegangen und war nicht ganz sauber, die Geschichte, sodass ich relativ schnell in Not war und habe dann sehr schnell, mich auf meine Fähigkeiten, ich hatte so eine Affinität schon immer zum Online und habe dann ich musste Geld verdienen, denn ich habe viel Geld für den Kanzleikauf bezahlt. Das Ganze war aber irgendwie so eine Hülle, wo das eigentliche Geschäft schon längst weg war, was man aber nicht sehen konnte. Und so musste ich Geld verdienen und habe dann erstmal auf dem Anwaltsmarkt die erste SEO-basierte Internetseite gebaut und habe dann auch als erster Google AdWords genutzt. Und habe dadurch eben Online-Marketing von der Pike auf gelernt, schon vor fast 15 Jahren. Also als gerade Google AdWords rauskam, haben wir das sofort genutzt. Das ist einer der ersten. Und habe da durch diesen Landanwalt so dieses B2C-Geschäft kennengelernt. Und habe dann irgendwann kam so 2013 das Thema Widerruf Immobiliendarlehen auf. Und das war so das erste Massengeschäft, was wir hatten. Ich war halt immer schon recht keck im Marketing. Ich hatte damals eine eigene Radioshow bei so einem regionalen Radiosender. Da gab es immer drei Call-ins von Zuhörern und einen Pitch habe ich mir vertraglich vorbehalten. Und da habe ich irgendwann Widerruf Immobiliendarlehen bei dem Sender gepitcht. Und da ist da die Hotline übergelaufen und bei uns auch. Und wir hatten dann plötzlich 3000 Fälle Widerruf Immobiliendarlehen. Gleichförmiges Geschäft, sechsstelliger Streitwert, also richtig Geld verdient damals, aber mit so einer 10-12-Mann-Kanzlei in Jülich auf dem Dorf, völlig analog. Das heißt, die Azubis waren nur dazu da, Akten zu suchen. Die Leute kamen rein und haben gesagt, wie sieht das denn hier aus? Ihr findet ja niemals meine Akte wieder. Das heißt, wir haben in der Zeit viel Geld verdient. Da war ja jede Akte war zwischen 5.000 und 10.000 Euro wert. Im Widerruf Immobiliendarlehen und aber eben auf der Strecke Mitarbeiter verbrannt, weil wir mussten alle 60, 70, 80 Stunden arbeiten und Mandanten verbrannt, weil es natürlich zu lange dauerte, kein richtiges Qualitätsmanagement, das heißt, wir haben Geld verdient, aber es in der Praxis aus heutiger Perspektive katastrophal umgesetzt und dann habe ich ein Interview im Handelsblatt gelesen mit dem damaligen CEO der Indiba, der gesagt hat, damals Globalisierung, dann kam irgendwann das Stichwort Digitalisierung und der hat gesagt,
Die Zukunft ist, ich schmeiße die Hälfte der Bankkaufleute raus und stelle Programmierer ein, weil die Zukunft ist Digitalisierung. Du musst skalieren, du brauchst ein gleichförmiges Geschäft und du brauchst Programmierer, die dir ein System bauen, wie du skalieren kannst. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann keine Leute rausgeschmissen, sondern habe Programmierer eingestellt. 2015 war das so. Und habe mit einem Programmierer den Workflow eines Business Cases erarbeitet. Habe dann so meine Bürotür genommen mit lauter Post-its und haben dann, es war so ein komplexes Ding. Und letztendlich habe ich durch die Programmierer wahres Workflow-Denken gelernt. Also wir hatten damals auch so ein Anwaltshandbuch, wie so der Ablauf einer Kanzlei ist. Aber das war ja nichts dagegen, wie die Programmierer denken, wie kleinschrittig die denken. Und so haben wir angefangen, uns selbst ein System zu programmieren für den Workflow zunächst und haben gelernt, haben einen ganz neuen Workflow in der Kanzlei etabliert und hatten dann eben den Nachfolge-Business Case, aber dann eben mit der Marketing-Power, die wir damals schon hatten, mit einem digitalisierten Workflow irgendwann, war das so das erste Mal, dass wir wirklich skaliert haben. Und zwar auf eine Art und Weise, ohne Mitarbeiter zu verbrennen und ohne Mandanten zu verbrennen und zu verärgern. Du hast eine gute Qualität gehabt in einer gebotenen Geschwindigkeit und das war ein smoothes Arbeiten. Und so, das waren so die Anfänge, natürlich dann ein papierloses Büro damals schon zu machen, so vor knapp 10 Jahren. Das waren so, damals, wenn du ein papierloses Büro gemacht hast, galtst du ja als Pionier. Da galtest du ja schon als Techie unter den Anwälten. Aber wir haben halt damals alles komplett umgestellt, alles digitalisiert und Workflows gebaut von vorne bis hinten, um dann irgendwann ein eigenes System zu haben. Und haben dann eben auch diese Bearbeitungslogik dahinter gebaut, sodass wir irgendwann den ersten Business Case komplett durchdekliniert hatten mit eigenem Workflow und den digitalisiert hatten. Und das war dann so das größte Learning eigentlich. Da hatten wir die größte Lernkurve in der Zeit und seitdem, ja, betreibe ich eigentlich das Geschäftsmodell, entwickle ich das nur noch logisch fort. Der Punkt, der das ja alles in sag ich mal, von dem Moment, wo das alles in Schwung gekommen ist, das war ja der Punkt, als Sie im Radio oder beziehungsweise mit dieser Sichtbarkeit, mit dieser Reichweite, die darüber kam, ein gewisses Angebot gemacht haben. Von dem Punkt dann hat sich das dann weiterentwickelt, weil die Nachfrage da so hoch ist. Wie macht man das, wenn man heute eine Kanzlei hat? Probiert, sag ich mal, das war ja nicht geplant, das war ja eine von vielen Sachen, die ausprobiert wurde. Wie macht man das heute? Schaltet man so viele Ads, probiert man so viele Sachen aus, bis da die entsprechende Nachfrage auf ein Thema generiert wird? Also der Markt ist ja heute viel klarer als damals. Damals gab es keinen Verbrauchermassenmarkt, damals gab es keinen Legal-Tech-Markt. Heute ist das einfacher als noch vor 6, 7, 8 Jahren, weil wir damals alle Pioniere waren. Heutzutage kennt ja jeder den Massen-Business-Case, der gerade, das ist ja alles transparent, also das ist ja keine Kunst mehr heutzutage, ein Thema zu identifizieren, was gehen könnte. Performance-Marketing, den Begriff gibt es jetzt seit 5, 6 Jahren. Kriegst an jeder Ecke mittlerweile, also Ads schalten kann jeder, entweder machst du es selber oder beauftragst eine Agentur im B2C. Das ist ja alles keine Raketentechnik. Damals war es neu, da musste man sich das ausdenken und war alles neu und da war ich einer der Ersten, die Social Media gemacht haben auf allen Kanälen. Da haben die Kollegen ja auch noch jede Woche irgendwie eine Anwaltskammer dann eine Kammerbeschwerde reingedrückt bei der Anwaltskammer, weil das ja alles berufsrechtswidrig ist und standeswidrig ist. Heutzutage, glaube ich, ist es einfacher. Okay. Nochmal zurück zu dem Kanzleikauf. Ich kenne persönlich aus meinem Umfeld keinen einzigen Kanzleikauf oder auch in anderen Branchen, also die Freiberufler, das ist ja üblich, dass man Kanzleien, Praxen oder was auch immer aufkauft. Ich kenne keinen, zumindest in der heutigen Zeit, 20 Jahre vorher vielleicht war das anders, wo sich das heutzutage noch lohnt, eine Kanzlei zu kaufen, Bestandsmandate zu übernehmen und so weiter. Wie sehen Sie das? Also auch das Geschäft damals für mich war kein gutes. Okay. Aus verschiedensten Gründen, aber auf der anderen Seite denke ich halt, wer weiß, wofür es gut war. Es war für mich halt auch ein Learning und ein Umdenken und du
Häufig ist es ja so, dass man Dinge komplett nur hinterfragt, wenn man in der Krise ist. Da ist man bereit, auch die unbequemen Dinge zu tun. Wenn man so einen Flow hat, wenn es einigermaßen läuft, geht man meistens nicht dahin und stellt alles in Frage. Das machst du aber, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst. Und das war die Situation damals bei mir. Von daher bin ich dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Heutzutage ist es so, dass Engpass häufig die Human Resources, also das Personal ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass heute Kanzleien gekauft werden, auch um das Personal mit zu übernehmen. Also das sind auch strategische Gedanken, die wir teilweise haben, weil gute Rechtsanwaltsfachangestellte sind sehr rar, es wird seit Jahren nicht mehr viel ausgebildet. Also da aus der Hinsicht könnte das Sinn machen. Im B2B-Bereich könnte das gegebenenfalls auch Sinn machen, eine Kanzlei zu kaufen wegen des Mandantenstamms, weil das eher Dauermandanten sind. Im B2C-Bereich, so eine Dorfkanzlei macht überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt werden Sie sich ja wahrscheinlich auch die ein oder anderen Pioniergedanken dazu machen, wie ich nicht eine andere Kanzlei aufkaufen muss, möglicherweise, um die Mitarbeiter abzuwerben bzw. zu übernehmen, sondern wie Sie Mitarbeiter gewinnen können von anderen Kanzleien. Das hängt ja sicher mit dem Gehalt zusammen, das hängt ja sicher mit dem Arbeiten zusammen, mit dem Umfeld zusammen, mit dem Standort zusammen. Welche Gedanken haben Sie diesbezüglich? Also erstmal ist Recruiting, also viele betreiben Recruiting als Feuerwehrarbeit. Also dann, wenn eben Bedarf da ist, dann versucht man halt neue Leute zu finden. Recruiting ist meines Erachtens ein dauerhafter Prozess. Man hat dauerhaft schauen, dass du die besten und guten Leute bekommst. Also wir haben dauerhaft einen Headhunter, der für uns arbeitet. Wir haben dauerhaft einen digitalen Headhunter, der für uns arbeitet. Wir haben selbst auch Systeme Recruity, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, wo wir selber auch aktiv sind. Also das ist erstmal wichtig, dass es ein dauerhafter Prozess ist. Und dann ist die Frage, wie stelle ich mich da? Wir haben immer noch einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, da muss das Angebot des Arbeitgebers schon so sein, dass es ja so ein bisschen den Zeitgeist trifft. Das heißt, die Leute fragen nach Homeoffice, es gibt bei uns flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr. Also das sind alles so Sachen, dieses Angebot musste machen. Wir basteln gerade an einer eigenen Pensionskasse für unsere Unternehmen, an einem eigenen Krankenversicherungsmodell, dass also die ganzen Leute von uns privat zusatzversichert werden über die Kanzlei. Das nennt sich doch dann steuerlich die pauschal dotierte Unterstützungskasse, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Mhm. Dieses KV-Modell werden wir als erstes umsetzen. Also solche Dinge einfach, um den Leuten ein Add-on zu geben. Das Allerwichtigste ist aber meines Erachtens das Menschliche, das Zwischenmenschliche. Also es ist ganz wichtig, wie ist das Leadership aufgebaut. Wir achten sehr darauf, wenn wir Führungskräfte einstellen, auf das Zwischenmenschliche. Also es muss einfach, die Leute sollen Spaß haben, zur Arbeit zu kommen. Die sollen Bock haben. Es ist immer so ein Spagat, diese Generation Z, die jetzt gerade so nachwächst. Damit können wir relativ wenig anfangen. Also viel Work-Life-Balance und wenig Arbeiten und viel Geld und viel Flexibilität. Also das ist für mich sehr viel Nehmer-Mentalität. Da finde ich, das Ganze ist ein Nehmen und Geben. Wir bieten ein sattes Paket an, aber ich erwarte auch Leistung. Ich erwarte nicht Leistung um jeden Preis, sondern es darf auch Spaß machen, Leistung zu bringen. Und also dieses positive Leistungsklima, das versuchen wir bei uns zu implementieren. Das heißt, wir machen viel privat miteinander. Es findet einmal im Quartal immer ein großes Treffen von allen Standorten statt, immer alternierend bei den Standorten. Da wird ein Kölsch getrunken und was gegessen, nichts Großes, aber Hauptsache man trifft sich. Es wird viel privat miteinander gemacht, es wird viel gelacht, es wird hier jeden Mittag zusammen gegessen in den Standorten. Es wird Freitagmittags meistens mit den Damen trinken, ein Glas Sekt zusammen. Also solche Sachen, die einfach die Stimmung im Team ausmachen, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. Und das ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis bei uns in den Unternehmen. Da kann man, alles andere ist nett und es ist ein Add-on und es ist schön, das musst du auch heutzutage machen, aber vielleicht gar nicht, um neue Leute zu kriegen, weil denen kannst du alles erzählen, die kennen das Klima nicht, aber um die Leute zu binden, ist die Stimmung im Laden, das positive Leistungsklima für mich das A und O. Wir haben gerade die Standorte angesprochen. Es sind Standorte in Köln und München. Jülich.
In Köln nicht mehr? Vor Jahren aufgegeben. In Köln und in Jülich haben wir einen Standort. Okay, wie ist das, diese Standorte, diese Metropolstandorte, sollen die auch dazu beitragen, dass entsprechend Mitarbeiter in diesen Regionen dazukommen? Ja, also ich selbst bin vor Jahren nach Köln gezogen und habe dann zunächst aus egoistischen Motiven auch in Köln einen Standort aufgemacht und dann eben auch aus strategischen Recruiting-Gesichtspunkten, weil in den Großstädten ist es einfacher, Personal zu bekommen als auf dem Land. Auf dem Land sind die Personalkosten und die Mietkosten, die Raumkosten geringer, aber es gibt einfach nicht so viel Fachpersonal auf dem Land. Deswegen ist die Stadt mit einem hier ganz guten Standort, den wir haben, eben auch ein Stück weit der Recruiting-Strategie. Okay. Thema Jura. Würden Sie heute nochmal Jura studieren, beziehungsweise einer Ihrer Töchter studiert ja, glaube ich, Jura? Genau, die Große studiert Jura. Ja, also, sag mal, die Juristerei, ich bin ja immer sehr nah an der Juristerei dran. Mein Hauptjob ist ja gerade der Prozessfinanzierung und das ist ja auch Jura. Von daher macht mir Jura Spaß und ich glaube, ich habe auch so ein ganz gutes Judiz, weiß also immer so ungefähr, wo es hingeht. Das macht mir schon Spaß weiß nicht, ob ich heutzutage nochmal Jura oder vielleicht Betriebswirtschaftslehre studieren würde, aber so die Richtung wäre es auch schon, ja. Die Frage zielte eher darauf ab, ich meine, das Studium hat sich ja großartig überhaupt nicht verändert. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, die gleichen Bücher, die gleichen Menschen, alles gleich. Und mit dem Hintergrund studiert man das heute nochmal, wo sich in den letzten 30 Jahren entwicklungstechnisch gar nichts getan hat. Das heißt natürlich wahrscheinlich auch, dass sich am Anwaltsmarkt sehr wenig getan hat. Das ist vielleicht das Gute, weil die Leute da irgendwie zu hinterzogen werden. Frage trotzdem, ja. Also am Anwaltsmarkt, also die Anforderungen sind ja schon hoch mittlerweile. Also ne, Unternehmertum, betriebswirtschaftliches Denken, Legal Tech, all das sind ja Dinge, da ist eine Uni ja Welten von entfernt. Das heißt, der Spread zwischen Theorie und Praxis ist in den letzten Jahren noch größer geworden. Von daher, das Studium ist immer noch völlig anachronistisch. Gleichwohl ermöglicht es halt ja einen Beruf, den ich interessant finde, den ich nach wie vor interessant finde. Ich glaube eher, dass man das Jurastudium revolutionieren müsste und von Grund auf neu denken müsste. Aber die Juristerei an sich, die hat mir immer Spaß gemacht. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal auf der Liste, was ich noch unbedingt wissen wollte. Ach ja, natürlich. Zum damaligen Zeitpunkt haben Sie gesagt, als so viele Anfragen reinkamen, konnten wir das nicht richtig handeln, haben wir teilweise chaotisch gearbeitet. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt oder vielleicht auch ein bisschen später nochmal drüber nachgedacht, nicht ein Franchise-Modell zu machen mit diesen ganzen Anfragen? Weil das Absolut. Ist ja theoretisch das, was der Rest der Anwälte nicht kann, Verkauf, Absolut. Vertrieb. Also ich hatte sogar schon einen Unternehmensberater vor Jahren, wir hatten auch schon alles stehen, das Franchise-Buch und so weiter. Dann habe ich mich aber dagegen entschieden und wir bauen gerade an so einem Plattformmodell. Also wir digitalisieren das Franchise-Modell. Das heißt, wir bauen an einer Lead-Maschine parallel an einer Anwaltssuchplattform, wo dann Anwälte per Lizenz sich reinkaufen können, für uns Fälle abarbeiten können und unseren Workflow benutzen mit auch dahinterliegenden Textbausteinen, dass die Qualität gewährleistet ist. Da bauen wir gerade dran. Also ein etwas komplexeres Modell, auch ein Lizenzmodell, aber dann eben digital. Weil ich glaube, das käme auch so dieser Generation Z entgegen. Es geht ja gerade so ein bisschen dahin, nur dann zu arbeiten, wenn ich Bock habe, wenn ich Geld brauche, digitaler Nomade. Ich kann von Mallorca aus oder irgendwo im Café sitzen mit dem Laptop. Die Leute sollen sich, also der Anwalt soll sich einloggen können, wenn er Bock hat, von uns kriegt er ein paar Fälle. Zahlt eine Lizenz bei uns und benutzt unsere Software, um diese Fälle abzuarbeiten. Also da soll es hingehen, daran entwickeln wir gerade. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, ja, war das so, ging diese Entwicklung immer mehr dahin. Ich habe das Gefühl, diese Entwicklung ist eine Entwicklung aufgrund des wirtschaftlichen Luxuses, den wir in den letzten 10 Jahren sicherlich irgendwo genossen haben. Sodass man sich als Job-Einsteiger mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, Work-Life-Balance und so weiter.
Ich glaube, in einer Zeit wie jetzt, die immer stärker kommt, wo es diesen Luxus nicht mehr gibt, sondern wo, sage ich jetzt mal, gearbeitet werden muss, Geld verdient werden muss, damit die Lichter brennen, damit die Wohnung warm ist und so weiter, damit man sich einen gewissen Lebensstandard leisten kann. Ich glaube, in diesem Moment wird dieses System auch wieder oder dieses Modell auch wieder etwas unattraktiver, oder nicht? Glaube ich nicht. Okay. Denn in Deutschland gibt es, ich weiß gar nicht, ob ich die Zahl korrekt, so 160.000, 170.000 Anwälte. Die Entwicklung wird doch dahin gehen, meines Erachtens, dass sie Legal Tech brauchen im normalen zivilrechtlichen Feldwald- und Wiesengeschäft. Also die Boutiquen und Großkanzlei wird es immer geben, aber von den 165.000 Anwälte sind wahrscheinlich 150.000, die nicht in Großkanzleien arbeiten. Meines Erachtens braucht eine Anwaltskanzlei der Zukunft eine Technik, eine KI. Mittlerweile braucht eine Anwaltskanzlei einen Vertrieb. Und was ich denke, und das haben die anderen auf dem Markt nicht, dass die Entwicklung irgendwann dahin gehen wird, dass in diesen Bereichen der Mandant den Anwalt nur noch erfolgsabhängig vergüten will. Und deswegen haben wir eine Prozessfinanzierungsgesellschaft. Also wenn die, das ist meines Erachtens, und deswegen haben wir unser Unternehmen auch so gebaut, dass meines Erachtens das die Kanzlei der Zukunft, also Digitalisierung, KI, Legal Tech, Vertrieb und erfolgsorientierte Vergütung, also Prozessfinanzierung. Von diesen 150.000 Anwälten, die ein Feldweit- und Wiesengeschäft mehr oder weniger machen, denen wird die Arbeit wegbrechen, weil wir mit unserer KI und viele andere Legal Tech Unternehmen können den Verkehrsunfall, auch sogar die Scheidung, den Hartz-IV-Bescheid, den Dieselskandal, den Unfall viel effektiver und auch qualitativ mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser abwickeln als der Feldweit- und Wiesenanwalt. Auch wenn die mit 20 Leuten in einer Bürogemeinschaft organisiert sind, können wir es besser, weil wenn sie mit Legal Tech arbeiten, dann sind die Anwälte Knowledge Manager, heißt es heutzutage, Wissenschaft, die arbeiten wissenschaftlich und perfektionieren die Schriftsätze. Und der Schriftsatz ist top. Der ist immer Vier-Augen-Prinzip und von Top-Anwälten werden die Textbausteine erstellt, aus denen sich dann die Schriftsätze ergeben. Und zwar in jedem Rechtsgebiet bis ins, wir wissen, dass im Landgericht Stuttgart die zweite Kammer der Richter bei der Kanzlei auf der Gegenseite so entscheidet, dann bauen wir eben so verästelt die Textbausteine auf. Und das ist eine Qualität, die der normale Feldwald- und Wiesenarbeit gar nicht haben kann. Der hat gar nicht das Wissen und den Überblick, vielleicht in einem Rechtsgebiet, aber der diktiert ja jeden Schriftsatz für jede Akte originär neu. Der erstellt ja jedes Mal ein Original. Und das ist bei uns halt nicht so. Das ist ja völlig uneffektiv für die Arbeit. Das heißt, wir können mit dem Legal Tech dadurch auch ganz anders kalkulieren, weil wir degressive Kosten haben. Das heißt, wir können preiswerter arbeiten, wir können schneller arbeiten als der und mit mindestens derselben Qualität, wenn nicht sogar behaupte ich, häufig mit einer besseren Qualität. Daher wird der klassische Anwalt im Zivilrecht irgendwann aussterben. Den wird es nicht mehr geben. Und dann ist der Markt wieder da, dann haben die alle einen Bedarf. Dann werden die sich orientieren und werden schauen, wie kann ich auf den Zug aufspringen, wie kann ich, und die können nicht alle selber digitalisieren. Und dann möchte ich gerne eine Plattform bieten, wo die Leute sich andocken können. Theoretisch muss es aber doch möglich sein. Also ich denke, auch im Bereich Legal Tech wird es nicht möglich sein, bis in die allerletzte Verästelung des allerletzten Richters an irgendeinem Gericht den Schriftsatz zu optimieren. Das bedeutet, wenn man als Anwalt heutzutage, weiß ich nicht, sich auf eine bestimmte Region beschränkt, auf ein bestimmtes Thema beschränkt und auch eine bestimmte Höhe beschränkt, dann müsste man doch eigentlich es schaffen, auch ohne Legal Tech in diesem Bereich der absolute Experte zu werden und zumindest hier noch das Alleinstellungsmerkmal zu haben und genug Aufträge zu generieren, oder? Ja, aber da ist ja wieder die Frage von den 150.000 Anwälten, die dann auf dem Markt sind, wie viel sind das? Wie viel? Klar. Das ist dann der regionale Fachanwalt für Arbeitsrecht, der sich dann im Landesarbeitsgerichtsbezirk Köln besonders gut auskennt. Aber das ist ja, das sind dann vielleicht in Köln 10 oder 15. Und das, wenn den Markt gesehen, dann sind das in Deutschland 500. Aber ne, der Markt ist aber, ne, dann haben wir vielleicht noch 5.000 oder 10.000 Fachanwälte auf einem Gebiet, die sich dann wirklich nur auf ein Gebiet konzentrieren, wo dann die Leute hingehen, dann bleiben aber immer noch 140.000, die sagen ja alle, sie seien spezialisiert, aber wenn sie ehrlich sind, machen sie mindestens zu 50, 60, 70% auch immer irgendein Zivilkram mit dazu. Aufladen, ja.
Und da glaube ich, dass da irgendwann die Entwicklung dahin geht, dass die Kollegen irgendwann nicht mehr so viel zu tun haben, weil der Point of Sale ist eben nicht mehr der Karnevalsverein in Köln oder der Tennisclub. Das wird auch noch sein. Ich sage nicht, dass es irgendwann auf Null runterfährt, aber ich glaube, dass die Schwerpunkte sich verschieben. Die Leute, früher war es dann so, ich kannte den Anwalt aus dem Fußballverein, aus dem Tennisverein, aus dem Golfclub. Heutzutage googeln die Leute. Oder werden direkt beworben, ja. Also ich meine, wir haben einen Vertrieb mit 26.000 Vertrieblern angebunden, die für uns arbeiten, Produktpartnern in unserem Strukturvertrieb. Da werden schon viele Leute angesprochen. Wer sind die Produktpartner? Sind die Produktpartner dann Versicherungsdienstleister, Unternehmer, sowas? Alles, ja genau. Also Vermittler, wir sind im Maklerpool angeschlossen, daher auch die große Zahl, haben dann eben auch eine vierstellige Anzahl eigene Vermittler. Finanzdienstleister, ehemalige Finanzdienstleister, Versicherer, Vertriebler, die früher, es gibt ja viele Vertriebler, die sind so Provisionsjäger, ja, die früher Gold verkauft haben oder was gerade so auf dem Markt ist, die dann für uns Fälle einsammeln. Wie ist denn das heute, Immobiliendarlehen widerrufen? Jetzt könnten ja theoretisch, wenn die Leute das möchten, aufgrund des hohen Zinsunterschiedes, das sich im letzten Jahr ergeben hat, ihr Darlehen ja sowieso kündigen, oder? Sozusagen nicht? Nein, sie haben ein Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren, was aber derzeit ja unattraktiv ist, weil die meisten Leute ja noch in der zinsgünstigen Zeit abgeschlossen haben. Und jetzt gibt es höhere Zinsen, sodass die Leute einen Teufel tun werden und ihre Immobiliendarlehen gerade widerrufen oder kündigen wollen. Das war ja damals die umgekehrte Situation. Die kamen alle aus einer Hochzinsphase und dann kam irgendwann so 2013, 2014 gingen die Zinsen nach unten. Die Leute wollten alle neu abschließen und wir haben die dann aus den schlechten Darlehensverträgen rausgeholt. Jetzt haben sie eine umgekehrte Situation. Die Leute haben alle noch zu tief Zinsen abgeschlossen und wollen natürlich diesen Vertrag weiterlaufen lassen. Okay, das heißt, der Markt dreht sich in diesem Bereich. Dieses Produkt ist nicht mehr interessant. Welches Produkt ist dafür deutlich stärker interessant? Also dieses Immobilienprodukt, da hat damals der Gesetzgeber 2016 schon Deckel drauf gemacht. Das ist seitdem nicht mehr so spannend. Wir machen gerade noch viel im Dieselabgasskandal. Wir machen viel LKW-Kartell, Rückforderungen, Verluste Online-Casino und Wirecard. Das sind unsere 4 Hauptthemen da derzeit. Okay. Wie läuft Online-Casino ab? Ich glaube, das ist ein Thema, was ja Online-Casinos zahlen extreme Vergütungen an Leute mit viel Reichweite, damit die das ihren Communities näher bringen, vorstellen und so weiter. Wie läuft das ab, wenn man... Also es gibt übergerichtliche Urteile. Das Thema ist, dass fast alle Online-Casinos keine Glücksspiellizenz hatten, um Online-Glücksspiel anzubieten. Und es gibt obergerichtliche Urteile, wenn ich einen Verlust erlitten habe bei einem Online-Casino ohne wirksame Glücksspiellizenz, kann ich die Verluste, die ich da hatte, wieder zurückfordern. Und das ist so gerade ein Massenmarkt, an den wir rangehen. Okay. Was mich auch noch interessiert, wie viele Leute arbeiten in Ihrem digitalen Team? Das heißt Social Media, Entwicklung, also Programmierer, Marketer. Wie viele Leute sind da bei Ihnen aktiv, die Vollzeit nur für Ihr Unternehmen arbeiten? Also Social Media Team Market 6 derzeit. Okay. Und ich mache gerade ein Joint Venture mit einem IT-Unternehmen mit 40 Programmierern. Da gründen wir gemeinsam gerade eine IT-Gesellschaft, die sich dann ausschließlich um unsere IT-Infrastruktur kümmern. Okay. Ach so, das heißt, also die kommen dann noch on top, die teilen zumindest. Genau. Okay. Und wie sieht das im Vertrieb aus? Sie haben es vorher gesagt, jeder Anwalt braucht in Zukunft einen Vertrieb, wenn man jetzt mal rausgeht. Also ich persönlich hier in der gesamten Bodenseeregion kenne keinen einzigen Anwalt, egal ob die Kanzlei klein oder groß ist, die überhaupt irgendetwas Vertriebliches machen. Die merken schon, dass das da nicht mehr so dolle ist, aber die gehen dann zum Beispiel hin und machen viel, sag ich mal, andere Modelle, bieten zum Beispiel viel Gestaltung an, wo man noch mehr verdienen kann, was abrechnen kann, wo man nicht so viele Leute braucht, nicht so viele Mandanten braucht. Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen im Vertrieb und wie sieht so ein Rechtsanwaltsvertrieb aus? Wir dürfen ja keinen Vertrieb haben,
Deswegen haben wir eine externe GmbH, einen Rechtsdienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da haben wir einen Online- und einen Offline-Vertrieb. Online, also das Übliche dann, die üblichen Funnel, die man so hat. Und wir haben auch organisch mittlerweile eine ganz gute Reichweite. Also wir erreichen derzeit organisch im Monat immer zwischen 5 und 7 Millionen Leute. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und je nachdem, wie wir es steuern, haben wir da auch organisch schon immer eine ganz schöne Anzahl Leads. Die Online-Funnel waren im letzten Jahr überhaupt nicht gut, haben bei uns nicht gut funktioniert. Gerade im Bereich Dieselabgasskandal nicht. Deswegen sind wir da umgeschwenkt und machen da viel B2B-Geschäft auch. Also wir gehen da auf große Unternehmen, die uns ihren Fuhrpark geben. Sodass ich jetzt quasi da auch wieder in B2B gelandet bin. Auch beim LKW-Kartell ist das so, dass das ein B2B-Geschäft ist. Und beim Vertrieb ist es so, dass ich einen Vertriebsleiter habe und dann einen klassischen Strukturvertrieb darunter mit der entsprechenden Vergütung dann. Okay, ist das Modell auch, was auch für die, sage ich mal, für die normalen Anwälte das Modell ist? Das heißt, dass die das immer ausgliedern müssen? Sie müssen das aus berufsrechtlichen Gründen ausgliedern. Mein normaler Anwalt würde an Strukturvertrieb nicht rangehen, weil das ist ja an sich schon, ne, denken alle Schneeballsystem und illegal, aber so ein MLM oder so eine Struktur ist meines Erachtens immer noch das beste Vertriebssystem, was es gibt. Ist ja auch nachgewiesen wahrscheinlich anhand der Umsätze dieser Gesellschaften. Und also für uns funktioniert es so am besten. Was das B2C angeht, beim B2B konzentrieren wir uns auf wenige Key-Account-Vertriebe. Okay. Sie lesen sehr viel, Sie bilden sich sehr stark fort und Sie haben auch ein Buch geschrieben, wo das irgendwo Ausdruck findet. So würde ich es jetzt mal nennen. Wahrscheinlich haben Sie zu der Zeit 2015 rum, wo diese starken Veränderungen stattgefunden haben, auch sehr viele Seminare besucht, ich nenne es jetzt mal Pionierseminare. Wie ist das heute? Wie kommen Sie heute an die Infos, an die entsprechenden Stellen, um große Schritte machen zu können in Ihrem Geschäft? Also ich glaube nicht, dass es so einen Game-Changer-Moment gibt, sondern ich glaube auch da, dass es eine stetige Entwicklung ist. Ich lasse mich immer ganz gerne von Personen und Themen inspirieren. Und ich habe häufig so eine Person, die ich in dem Moment dann ganz interessant finde. Und dann lese ich dann eine Biografie, schaue mit Dokumentationen an, schaue mir YouTube-Videos an, morgens beim Joggen höre ich dann irgendwie YouTube-Videos, Podcasts über die Person, bis ich so ein bisschen ein rundes Bild habe und schreibe mir sehr viel raus dann dazu, Strategien, Glaubenssätze, Einstellungen der Leute und ergründe dann quasi so den Erfolg gewisser Personen und das mache ich eigentlich seit vielen Jahren. Okay, welche Personen sind das? Also das sind wahrscheinlich am Anfang sehr viele Personen, die im Bereich mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, aber jetzt sind das ja wahrscheinlich eher andere Personen, würde ich vermuten. Genau, also im Bereich Führung, also manchmal wiederholt sich ja auch das, im Bereich Führung habe ich mich jetzt nochmal, das habe ich schon mal gemacht, sehr intensiv mit Jürgen Klopp auseinandergesetzt, weil ich Fußballfan bin und finde den, so was das Thema Authentizität und Leadership, modernes Leadership, finde ich den großartig. Was den Bereich Kommunikation und Strategie angeht, beschäftige ich mich derzeit mit Timotheus Höttges, das ist der CEO von der Telekom. Okay. Ja, und so komme ich dann auch manchmal per Zufall von einem auf den nächsten, weil dann taucht in irgendeinem Hörbuch oder irgendwas dann ein Name auf und dann kommt man dann wie der Zufall das will, zum nächsten Thema, zur nächsten Person, die einen inspiriert. Und ja, so macht mir das am meisten Spaß und so habe ich so am meisten gelernt. Aber es ist ein dauerhafter Prozess und von dem einen nimmt man ein bisschen was mit und keine Person ist ja an sich perfekt, sondern die haben dann gewisse Eigenschaften, die ich gut finde und
versuche das dann für mich zu, also das, was ich gut kann, ist, wenn ich so ein Buch lese, das unmittelbar 1:1 auf meine Situation zu transferieren und für mich einen Nutzen daraus zu ziehen. Verstehe. Das eine ist geschäftlich, das andere ist privat. Privat, Markus Mingers, wann kam privat dieser Tipping Point, wo Sie gesagt haben für sich, ich bin raus, ich bin über den Berg. Sie haben angefangen damals mit Studentenrepetitorien aus der Not. Und diese Notsituation, die kam, so habe ich das rausgehört, immer wieder anhand von verschiedenen Entscheidungen, verschiedenen Wegabzweigungen. Das sind immer die Phasen, in denen man am meisten lernt, in denen die Lernkurve am steilsten ist. Und wann war das dann aber, sage ich mal, wann ist das im privaten Bereich abgeebbt, sodass Sie gesagt haben, finanziell bin ich hier durch, das ist für mich abgeschlossen? Zielt die Frage jetzt aufs Finanzielle oder aufs... Ja, sag ich ja, schon, genau. Also natürlich, privat, man ist ja nie, es geht immer weiter, es ist ja nie ich fertig. Ich kann gar nicht so differenzieren. Also, aber irgendwann ist dieser Tipping Point doch erreicht, wo man... Oder nicht? Ja, sicherlich, aber... Ich finde, das im Unternehmertum macht es ja aus, dass man so eine gewisse positive Gier hat, dass man so eine Neugier hat, eine Gier hat, die Dinge zu erreichen, sich Ziele zu setzen, weiterzumachen. Und das spiegelt sich natürlich auch im privaten Charakter wieder. Klar bin ich zu Hause ruhiger und chill am Wochenende gerne auch mit meinen Kindern und Freunden und trinke ein Bier. Aber grundsätzlich bin ich halt ehrgeizig und geduldig. Und meine Frau sagt nach ein paar Tagen Urlaub auch schon, boah, du bist ja nicht zu ertragen. Du bist ja wie so ein Rennpferd kurz vor Start. Also das eine spiegelt sich ja auch in dem anderen wieder, muss man ja ehrlich sagen. Also dass man ein 100% anderer Mensch privat und beruflich ist, da würde ich mich auch unwohl fühlen. Das wäre auch irgendwie nicht ehrlich. Das wäre nicht authentisch, das stimmt. Also das eine bedingt halt so ein bisschen das andere. Das Private ist für mich so die Basis, so meine Homebase, wo ich auch Energie tanke und ziehe und Spaß habe mit den Kindern, mit meiner Frau und nette Zeit und mit Freunden erlebe, wo ich Energie tanke, aber ja, gleichwohl hat man ja auch immer eine große Schnittmenge zwischen privat und beruflich. Wenn Sie mich fragen, wie viele Stunden ich in der Woche arbeite, kann ich überhaupt nicht beantworten. Weiß ich gar nicht. Weil, ich bin ja gedanklich gefühlt auch ganz oft beim Beruf, auch wenn ich zu Hause sitze und ein Glas Wein mit meiner Frau trinke, ist es ja so, dass man trotzdem über den Beruf nachdenkt und entwickelt und tut und macht. Also das ist so, es verschwimmt ja vieles, weil man es gerne macht, weil es eine Leidenschaft ist. Absolut, ja. Ich hab mich noch Folgendes gefragt. Ihr Buch ist eigentlich für eine Zielgruppe, die so ist wie ich, Unternehmer, Selbstständige, für ja, einfach Leute, die, sage ich jetzt mal, einen gewissen Anspruch ans Leben haben und sich auch fortentwickeln wollen. Das ist ja jetzt nicht zwangsläufig die Zielgruppe der Verbraucher, die Sie ansprechen mit den Themen Ihrer Kanzlei. Die normalen Online-Marketer, die sowas machen, ja, Dirk Kräuter vielleicht, die nehmen ja meistens Themen in ihren Büchern her, die für ihre Zielgruppe interessant ist, sage ich jetzt mal, und rufen die danach an und laden die zu Seminaren ein. Das war jetzt bei Ihnen ja auf jeden Fall mal nicht die Schnittmenge. Was war der Sinn hinter diesem Buch? Weil ich die Geschichte erzählen wollte. Also da, klar habe ich durch den Titel ein gewisses Branding und das zahlt auch aufs Gesamtbrand ein, weil bei uns ja so dieses David gegen Goliath-Prinzip durch jetzt mittlerweile auch durch die Prozessfinanzierung, durch eine gewisse finanzielle Ausstattung kann man Sammelklagen machen und ganz viele zusammen gegen einen großen Konzern schaffen, hat mehr als einer alleine. Also das ist ja unser Prinzip, deswegen zahlt das Buch schon auf das Branding ein. Aber was richtig ist, ist, dass im Laufe des Buchs der Verlag hat sich gewünscht, dass ich mehr juristische Beispiele bringe und das ganze Juristische aufziehe. Mir war es aber wichtig, wirklich meine Learnings da mitzuteilen, sodass das Buch am Ende ein bisschen anders geworden ist als ursprünglich geplant. Ich schreibe gerade an einem zweiten Buch, das ist eher so, wie Sie es angesprochen haben, da sind dann wirklich die Themen an sich besprochen für Verbraucher. Es könnte ja auch ein Buch geben zu den Verbraucher-Life-Hacks von Markus Mingers, 1, 2, 3. Ungefähr wird das neue Buch.
Das erste Buch, da war es mir ein Bedürfnis, tatsächlich die Dinge mitzuteilen, die ich für mich wichtig fand, um sowohl als Unternehmer erfolgreich zu sein, als aber auch ein vernünftiges Leben zu führen, ein zufriedenstellendes Leben, ein glückliches Leben zu führen, weil das eine bedingt ja das andere. Also das bedeutet, das erste war eher ein persönliches Projekt und Ja, jetzt kommt ja, das. Ah, ja. das, okay, verstehe. Es gab eine Zeit, zu der große deutsche Konzerne nicht so gut auf Sie zu sprechen waren. Hat das abgeebbt oder ist das heute immer noch Heute so? noch so, ist heute noch so. Okay, nehmen Sie uns mal mit auf die Reise. Wie hat das angefangen? Was ist da passiert? Was ist Ihnen da alles entgegengeschlagen? Und was ist dann die absolute Spitze des Eisbergs, in der es gemündet hat? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Unser Lieblingsgegner derzeit ist der Volkswagen-Konzern und da ist das Land Niedersachsen dran beteiligt und wir gewinnen je nach Motor in jedem Landgericht in Deutschland, nur jahrelang im Landgericht Braunschweig nicht, was der Sitz von VW ist. Das ist schon ein Skandal an sich, dass die da quasi gegen die obergerichtliche Rechtsprechung jahrelang durchentschieden haben für Volkswagen. Jetzt ist es so, gerade im Rahmen der Prozessfinanzierung sind wir natürlich immer so auf Investorensuche und wir gehen mit der Prozessfinanzierung bald an die Börse und da erleben wir es schon, dass wir da von der Gegenseite das ein oder andere Bein gestellt bekommen. Also wir hatten zum Beispiel mit einer großen Pensionskasse, die wollten riesig bei uns investieren und wir hatten ein Termsheet, wir hatten den Vertrag stehen und es sollte Closing sein. Und am Tag des Closings riefen die an, dass einer aus dem Investmentboard der Pensionskasse eng verbunden ist mit Volkswagen und da hat ein Vorstand von Volkswagen dort angerufen, dass sie ziehen sämtliche Gelder bei denen ab, weil Volkswagen überall investiert ist, wenn sie in uns investieren. Da wurde der Deal abgesagt. Und sowas erleben wir wirklich an allen Ecken und Enden, dass das schon eine Macht ist. Also, ne, dass Richter für Konzerne gerne entscheiden, dass Investoren sich zurückhalten aus Angst, da werden Gelder abgezogen oder wenn wir große Mandanten mit großen Fuhrparks haben, da hat man Angst, dass Volkswagen irgendwelche anderen Deals kaputt macht oder Aufträge nicht vergibt. Also das ist schon. Die sind schon extrem einflussreich und das ist schon ein massiver Gegner. Inwiefern, was ziehen Sie für Schlüsse daraus? Ich meine, das ist ja etwas, womit Sie jetzt jahrelang zu kämpfen haben. Was nehmen Sie da für sich mit? Sagen Sie, okay, ich informiere mich erstmal vorher, inwiefern da mein zukünftiger Vertragspartner da eventuell in einem Boot sitzt oder Ja, was ist der Schluss, den Sie rausziehen? Wir sind dann nach England gegangen vor 1,5 Jahren und arbeiten mit englischen Fonds, Hedgefonds zusammen, mit Litigation Funders. Die haben keinen, denen ist Volkswagen relativ egal dort. Das macht ja auch für mich den Reiz an der Sache aus, dass wir hier organisieren, dass wir gegen die Großen kämpfen. Und wenn du halt eine große Klappe hast, wie wir es oder ich auch manchmal im Marketing haben oder auch wenn wir nach draußen gehen und wenn wir jetzt mehrere tausend Klagen wieder gegen Volkswagen rausbringen und das regelmäßig, dass denen das nicht Spaß macht, ist klar. Aber das macht ja auch den Reiz an der Sache aus, den Großen zu ärgern. Und dass du, wenn du eine große Klappe hast, auch ab und zu mal dich verbrennst und auch mal einen zurückkriegst, ist nun mal so. Aber man stellt sich halt auf. Ne? Wir haben natürlich auch wie so eine Wagenburg um uns und um unsere Unternehmen gebaut mit Anwälten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die uns da schützen vor Angriffen. Anwälte jeglichster Fachrichtung von Presse über weiß ich nicht, Berufsrecht werden wir ständig angegriffen, unmittelbar und mittelbar. Also da schafft man sich schon eine Wagenburg und dann ja, baut man seine eigene Strategie, um dann zum richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Aber halt sehenden Auges, dass man es mit einem sehr mächtigen Gegner zu tun hat. Okay. Heute beschließen wir Volkswagen, morgen Daimler, übermorgen BMW. Dann ist es die Allianzversicherung vielleicht, dann waren es früher die großen Banken. Natürlich macht man sich da nicht nur Freunde und ja. Okay. Das wäre es soweit mit meinen Fragen. Sie dürfen jetzt sehr gerne, wenn Sie sagen, Sie möchten noch irgendwas pitchen, weiß ich nicht, Mitarbeiter, junge Juristen nicht. Okay. Alles gut.
Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals für das sehr nette Interview. Vielen Dank, Herr Mingers. Ich habe zu Und verabschiede mich an der Stelle.